Okay, die Leute werden langsam gesäubert. Ich mal kurz was gucken. Work Orders. Soap from Oil oder Soap from Tallow? Lass mich mal kurz gucken. Dogmeat haben wir. Noch ein bisschen rumliegen, scheinbar. Hab ich nicht hier oben in irgendeinem Ding? Nebenbei, was macht eigentlich mein... Du machst Prepare Fish? Ein anderer Fischer. Strange Mood. Ach, der hat schon mit seiner Construction begonnen. Denke ich mal. Was ich jetzt aber gucken wollte. A Dog Bone Shield. Okay, schön für dich. Also ich jetzt aber gucken wollte, Work Orders. Ashery ist es definitiv nicht. Nein. Nein. Da wird es da auch nicht sein. Daher sicher nicht. Loom wird es garantiert auch nicht sein. Ja, Screwfress. Nee, da ist es sogar nicht. Ah, Soapmaker. Das heißt, wir brauchen mal einen. Ist er hier? Clothing und Leather wird er nicht sein. Nein, es gibt ihn einfach hier, den Soapmaker. Ashenbucket, Chalkblock.
So, das heißt, blubbidi blub. Hier sind wir fertig. Das heißt, wir können hier eine Tür platzieren. Können hier Furniture, eine Burial platzieren. Und können hier nochmal Furniture, eine Slab platzieren. Können mal gucken, wie so ein Chieftain so geht. Nicht so besonders. So, das heißt ein Tomb. Und das weisen wir unserem X-Boot zu. Dann sollte der auch zufrieden sein. Der hat sogar ein Feintuch gekriegt, weil die Engravings schöner sind als beim anderen. Seriously injured? Fehlt uns gerade Cloth? Nein. Er ist halt unconscious. Was unpraktisch ist, aber das kriegen wir alles wieder hin. Habe ich jedenfalls Hoffnung darauf. Aber ja, in Zukunft, wenn ich große Dinger baue, dann baue ich die so. Oder halt dann gespiegelt, links und rechts. Anstatt sowas hier zu bauen, weil gerade die Arbeitszimmer sind mickrig geworden. Einfach weil ich die improvisiert habe. Aber so lernt man. Ich bin's gar nicht, bin nicht gewohnt, dass sich die Zonen nicht überlappen dürfen.
irgendwas eigentlich hierzu zu sagen? Ach, der Wert der Gildenhalle. Und wann die Gildenhalle den nächsten Schritt erreicht, wenn ich den Wert auf 10.000 erhöht habe. Ja, da müsste ich hier Stands und so hinstellen und Zeug reinstellen oder noch mehr Statuen. Die hat nur gerade mal einen Wert von 76 und die hat einen Wert von 90. Weil es halt Steinstatuen sind, keine schönen Eisenstatuen. Was ich auch schade finde, es gibt den Duplikationsbutton nicht mehr. Der Iron Shield. So, und hier. Eine Bone Figurine. So. Es ist Sommer. Wir haben immer noch keine Sweet Pots angebaut. Oh, aber die Patienten werden jetzt weniger. Oh, und unser Leader ist erwacht. Schauen wir doch einfach mal nach ihm. Also unser Chieftain. Oh, er hat ein Trauma. Beziehungsweise sie ist ja eine sie. Gut. Oh, viele Plump Helmets.
So, monatlich kann das gecheckt werden. Das finde ich gut. Also jetzt machen wir mal solche... extra Dinger. Ich verringere aber das Ganze auf 10 und das auch auf 10. Und immer wenn wir weniger als 5 Potash haben, dann wiederhol das bitte monatlich. Und das muss zuerst completed sein, so. Ja. Gut. Oh, hier nehmen die Straßen langsam wirklich Form an. Der Fischer fischt. Bin ich mal gespannt, ob er was rausholt. Eine Human Caravan hat es angekommen. Broker requested. Das heißt, finished goods bins, die nah genug dran sind, werden wir verschoben. Ah. Ach, der andere Fischer ist gerade beim Trinken, okay. Will halt wissen, ob er was fischen tut. Hat er was gefischt? Nö, ich sehe nichts. Okay, die angeln, glaube ich, nicht immer was. Diplomacy, okay. Okay. Könnte ich irgendwas gebrauchen? Fällt mir gerade so nichts ein. Also dann. Crutches and Cheese, okay.
Okay, die laden gerade ihre Goods aus. Oh, die Coffins sind bereit. Gut. Furniture Barrier. So. Okay, die sind noch beim Unloading und ich sehe gerade, wir überziehen schon ziemlich gut. Also werde ich jetzt an der Stelle einfach mal speichern. Lief ja noch alles recht gut. Dummdi-dumm. Und dann werden wir hier jetzt mal einen Cut machen. Also, bis gleich.